So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Subnautica. Und wie ihr seht, ich habe noch mal ein bisschen über den Plan nachgedacht. Und ja, das Ganze wird jetzt doch etwas anders gemacht, als ich ursprünglich gedacht hatte. Und ich habe jetzt wieder genug Platz für, genau, Tischkoralle. Und zwar ist der Plan nun, wobei, warte mal, Kompass. Kupferdraht-Kabelsatz. Wie viel Kupfererz habe ich noch? Ah, ich habe kein Silbererz mehr. Was ist mir wichtiger? Die Batterieladestation? Oder das ist jetzt echt doof. Ja, obwohl. Nee, die Batterieladestation, die ist erstmal wichtiger. Ja, doch, die ist wichtiger. Weil dann muss ich halt, bin ich halt noch ein bisschen länger auf den Seegleiter angewiesen, aber das ist okay. Wo? Ach, hier Außenelemente. Solarmodul. Wo ist die Sonne? Da. Vollkommen. All primary systems online. Direkt zwei von denen. Welcome aboard, Captain. So, jetzt haben wir hier 150 Energie und können uns erstmal einen Fabrikator hier an die Wand klatschen, wenn wir genug Platz hätten. Ach doch, da oben ging. Ja, komm. Hier. So wichtig ist das eh nicht. So. Und dann können wir auch direkt hier an die Seite eine Batterieladestation bauen. Sehr schön. Jetzt drücken wir R. Batterie entnehmen. Batterie entnehmen. Batterie entnehmen. Und Batterie entnehmen. So. Jetzt sehen wir hier, wie sich das langsam aufladen wird. Nutzt dann die Energie von den zwei Sonnenkollektoren. Und ja. So, dann lass mal schauen. Das brauche ich eigentlich nicht. Zwei Stahlbarren könnte ich mir auf jeden Fall schon mal machen. Hier haben wir 10
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Zwei Batterien und damit eine Energiezelle. Zwei weitere Batterien sind jetzt erstmal nichts Schlimmes, die schon zu haben. Dich brauche ich nicht mehr. Dich auch erstmal nicht mehr. Euch auf jeden Fall nicht. Obwohl, können wir ja auch hier den Fabrikator eigentlich nehmen. Wofür habe ich den jetzt gerade gebaut, ne? Strahlenschutzanzug. Ja, komm. Lass den schnell bauen. Jetzt haben wir den Strahlenschutzhelm, Strahlenschutzanzug und Strahlenschutzhandschuhe. Das einzige Item, was direkt drei Sachen gibt im Spiel. Also falls ihr lesen wollt, vergiss es. Die und die sind fertig. So. Kann ich das schon mal abgeben? Das brauche ich eigentlich alles jetzt noch. Lass hier mal kurz rübergehen und schauen, was ich denn noch in die in die Basis tun kann. Das auf jeden Fall. Silikongummi, Höhlenschwefel. Eigentlich alles hier. Ja. Brauche ich noch einen neuen Spind. Ich werde das Ganze auch noch weiter sortieren müssen, aber ich habe momentan halt nur einen Spind, ne? Da geht momentan nicht so viel. So. Komm, können wir eigentlich hier schnell den nächsten Spind hin tun?
würde ich nämlich sagen. Oh je. Hier kommt ganze Metall rein. Ja. Hier pflanzliche Komponenten beziehungsweise das. Und hier weiterentwickelte Sachen. Feuerlösche gehört nicht ganz dazu, aber ja. Ach, es ist Nacht geworden. Und die Basis verliert langsam Energie. Einerseits durch die einerseits durch die Luft, andererseits durch die Batterieladestation. Und natürlich hier mit dem Fabrikator würde auch jeweils 5 Energie verbrauchen. Wobei eigentlich, wie viel emailliertes Glas brauche ich? 2. Puh. Ich habe gar keinen Quarz mehr. Hui. Wo ich das gerade sehe. Taschenlampe. Eine Batterie, ein Glas. Die Taschenlampe hilft schon so manches Mal. Dich haben wir schon geplündert, ne? Jo. Beziehungsweise gescannt. Nein. Kaninchen rochen. Das sieht ja schon etwas unheimlich aus da. Genau, hier war die große Hirnkoralle. Röhrenkoralle, so. Mit einiges an Kalkstein. Das wird natürlich äußerst gerne mitgenommen. Ist halt so reich an Quarz und Kalkstein. Das ist echt ein guter Spot für den Anfang. Oh. Wird wieder ein bisschen. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Wie viel Kupfererz haben wir jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich hätte gern noch mehr, aber es ist halt so eine Sache. Au.
mit dem Seegleiter hier bin ich zu schnell für die. Aber... einer der wenigen Punkte in den Safe Shallows, wo es auch Sandstein gibt. Normalerweise gibt es ja nur Kalkstein, aber an so 2-3 Punkten gibt es diese Dreier-Kombination aus Sandstein, wie wir hier gerade gesehen haben. Zwar ungern durch die Säuremanati durch, aber... jetzt kann ich auch hier deutlich beruhigter die ganze Zeit mit dem Teil rumcruisen. Oh, Inventar voll. Weil ich halt weiß, ich habe quasi nur endlich Energie mit dem. Yo. Also Quarz haben wir wirklich mehr als genug. Also jetzt für den Moment zumindest. Kupfererz immer noch nicht so viel, wie ich gern hätte. Aber das kommt schon noch. Machen wir erstmal Glas. Achso, ich brauche gar kein emailliertes Glas momentan. Sehr schön. Moment, wofür brauche ich den Computerchip? Leider kann man hier nicht direkt sehen, wofür der gebraucht wird. Ja, erweiterter Kabelsatz brauche ich aber nicht. Ach, für den Kompass nicht. Das auch nicht. War hier nicht schon was mit dem... ich glaube für die Modifizierungsstation. Ja. Und halt Diamant, aber ich habe keinen Diamanten. Ach, für den Medikit-Fabrikator auch, aber der kann warten. Ja. Dann würde ich sagen, schnappe ich mir die schon mal. Für die Energiezelle brauchte ich Silikongummi, ne? Ah. Tue ich mal das Quarz hier hin. Höhlenschwefel. Batterien. Eine Energiezelle. Das ist leider manchmal ein bisschen schwierig.
Zwei Batterien kann ich jetzt auch noch schnell machen. Und noch eine Energiezelle. Ist jetzt so die Frage, möchte ich... Ach, der Laserschneider. Der Laserschneider, bevor ich den wieder vergesse. Dann habe ich hier jetzt beides. Ah, ich habe kein Magnetit. Ich brauche Titan. Na ja, gut. Ich brauche Diamanten. Hm. Ja, okay, dann noch nicht. So, und jetzt das Konstruktionswerkzeug. Brauchte ich das nicht für die mobile Fahrzeugstation? Doch. Ich bin mir ziemlich sicher, ich brauchte das. Oder ging das echt über den Fabrikator? Nee, oder? Oh, doch. Ich war jetzt über Konstruktionswerkzeug, weil das... Weil die mobile Fahrzeugstation ziemlich groß ist. Das Reparaturwerkzeug brauche ich jetzt erstmal nicht. Ja, ich denke, das hier ist ein guter Platz, auch weil das tief genug sein sollte später für den Zyklopen. Der Zyklop ist ein echt Riesenteil von einem U-Boot. Damit kann ich auch erstmal nur hier lang fahren. Weil das hat die Länge von einem Leviathan. Also ernsthaft, es gibt Leviathane, die sind kleiner als der Zyklop. So. Übrigens, ihr habt jetzt vielleicht auch schon erkannt, warum ich hier bei der Rettungskapsel sein wollte. Also die erste Basis haben wollte. Ich habe keinerlei... Ich habe nichts, womit ich die Basis hier... markieren könnte. Keine Boje. Und ich würde die halt dauernd verlieren. Ah, ich habe die... Oh, klar. Ja, hehe. Ja, ich habe ja nur einen Schmierstoff gehabt. Und die habe ich für ein Dings ausgegeben. Egal. Hier ist ja jetzt direkt der Kelp Forest. Ah, komm, können wir uns auch direkt die Nachricht anhören, zusammen mit dem, was auch immer die zu sagen haben. Und in der Zeit können wir dann auch schon das Schmiermittel machen. This is Sunbeam. You know Aurora.
We're from a little transgov on the far side of Andromeda, and we have a saying there. There's no bad without the good, no good without the bad. Sounds like you tasted a bunch of the former, but that only means you're overdue a whole lot of the latter. Might just be we're it. We're scanning for somewhere to park. We'll be in touch when we find it. Sunbeam out. Yeah. The Seamoth is a fast, safe mode of transport, but remember that swimming is good for your glutes and endorphin levels. Yeah, ist mir aber relativ egal. Und ja, die Seemotte ist ziemlich widerstandsfähig, dass sie halt den Sturz ausgehalten hat. Ich meine, ernsthaft. Welcome aboard, Captain. Ja. So, und wir sehen jetzt rechts unten einmal die Energie, die Hülle, das ist der Schraubenschlüssel, und die Temperatur, die wir hier haben. Und ja. Wenn man in der Seemotte drin ist, verbraucht man kontinuierlich Energie. Sobald man sie verlässt, verbraucht man aber keine Energie mehr. Die Seemotte wird halt angetrieben von... ich bin mir gerade unsicher. Ich meine aber sogar... Oh, das ist nicht gut. Ich meine aber sogar zwei Dings. Also hier können wir auf jeden Fall Erweiterungsmodule reintun. Dafür brauchen wir aber eine Modifizierungsstation. Oder wir müssen sie finden. Oh, nee. Hier, die Energiezelle. Die, über die wird das halt geregelt. Jetzt nur um sicher zu gehen. Fundament, Segmente, Mehrzweckraum, Glaskuppel. Ah, das ist unschön. Ich habe kein, ich habe nämlich kein Dock. Das Dock ist deshalb geil, weil man dort die Seemotte sowie den Krebs, ein weiteres Fahrzeug, andocken kann. Und ja. Welcome aboard, Captain. Das ist eigentlich ziemlich nett, das zu haben. Lass mal kurz sehen, was brauche ich für Feuerlöscher? Okay. Ich überlege nämlich momentan, ob wir nicht erstmal zur Aurora gehen wollen sollten. Auf der anderen Seite eigentlich nicht. Lass mal erstmal hier. Weil auf der Aurora, da ist jede Menge Feuer. Das muss man halt löschen. Da braucht man dann auch ein paar... Ach nee, wir brauchen aber auch ein Dings. Nee, wir müssen erstmal ein paar Diamanten finden.
fällt mir ein. Medikit-Fabrikator, Computership, Fasergewebe, Silbererz, Titan. Haben wir alles, ist mir aber zu teuer. Okay. Würde ich sagen, machen wir beim nächsten Mal. Geht's wieder in das Spare Reef. Müsste das. Da müsste es das geben. Also. Da müsste es Diamanten geben. Ah, wir werden sehen. Bis dahin. Gruß, Zynas Fan.